Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Gerhard Hauptmanns Stück Die Ratten. Bei der Uraufführung von einem Teil der Kritik als naturalistisch abgetan. Das will doch keiner mehr sehen. Polizei in Berlin hat es ähnlich gesehen. Der Schlussvermerk der Zensurakte im Berliner Polizeipräsidium stellt 1911 fest, die Ratten von Hauptmann, Zitat, ein scheußliches Machwerk, das hoffentlich vom Publikum abgelehnt wird. Beides hat nicht geklappt, nicht abgetan, nicht abgelehnt. Das Gegenteil ist passiert, hat nur ein bisschen gedauert. Die Ratten werden sein erfolgreichstes Drama. Heute, vor genau 110 Jahren, am 13. Januar 1911, werden in Berlin die Ratten von Gerhard Hauptmann uraufgeführt. Die Ratten sind umgetauft. Jetziger Titel: Der Storch beim Maskenverleiher. Dies schreibt Gerhard Hauptmann Anfang Januar 1910 an Otto Brahm. Der wird ziemlich genau ein Jahr später Regie führen bei seinem Stück, das dann doch wieder Die Ratten heißt. Ein Trauerspiel aus dem täglichen Polizeibericht. Urteilt später Kritiker Alfred Kerr, ob des so authentisch vorgeführten Elends, ob der Unterschichthelden, die auf den Bühnen bisher doch nur in Nebenrollen zu sehen waren. Sie haben neulich behauptet, dass unter Umständen ein Barbier oder eine Reinemacherfrau aus der Mulakstraße ebenso gut Objekt einer Tragödie sein könnte als Lady Macbeth und König Lear. So hält in den Ratten der ehemalige Theaterdirektor Hassenreuther dem Schauspieleleven Erich Spitter vor. Das naturalistische Theaterprogramm des Autors Hauptmann fasst in einem Satz. Schauplatz seiner Berliner Tragikomödie, eine heruntergekommene Mietskaserne. Jener Theaterdirektor AD hat ganz oben seinen Kostümfundus untergebracht, erteilt hier Schauspielunterricht und hält so manches Schäferstündchen ab. Dies direkt unterm Dach, der komisch-satirische Teil. Die Dramen und Tragödien finden weiter unten statt. Setz da, Flenne, Wimmer, bist ihr gewesen, nicht wat jammer? Bis dat dir die Jojel verschwollen ist, dat, wenn du hier rinnen willst, denn bist du tot oder ich bin tot und dann ist auch dat Jungchen nicht mehr am Leben. Schwer berlinerndes Zillemilieu, anno 1910. Kleinbürgerlich-proletarische Helden. Das schwangere Dienstmädchen Pauline Pepperkarska, die Morphinistin Knobbe und Frau Jette John, Maurersgattin und Putzfrau Hassenreuters. Die wünscht sich, ihr erstes Kind ist gestorben, sehnlichst ein zweites. Auch um ihren in der Fremde arbeitenden Mann zu halten. Dafür geht die möchte, nein, will gern Mutter John auch krumme, schließlich kriminelle Wege. Die Tragödie endet in der Katastrophe, in Selbstmord und Totschlag. Ganze Straße steht voll. Omnibus, Pferdebahnwagens, ja kein Durchkommen. Arme ausgestreckt. Ihre Frau liegt lang auf die Sichte unten. Herr Gott im Himmel, Mutter John hat sich umgebracht. Die Ratten finden bei der Berliner Uraufführung nur verhaltenen Beifall. Vielen Kritikern scheint die Komödie im Dachgeschoss nicht so recht mit der Tragödie darunter zusammenzupassen. So schreibt der Begründer der Weltbühne Siegfried Jakobson. Das alles ist dumm, zufällig, unorganisch, unverzahnt, schludrig, geistlos und witzlos. Zudem berlinerten die Figuren nicht einmal richtig. Und dann ist da noch die politische Aussage des Stücks. Was soll wohl damit bewiesen werden? Was besagt es für das Drama und das Weltbild Hauptmanns, dass Familie Hassenreuther gerade steigt, als Jette John zugrunde geht? Doch die Ratten etablieren sich auf deutschen Bühnen, denn Hauptmann findet hier die Tragödie im Alltag des modernen Massenmenschen, zeigt vereinzelte Elendsfiguren mit mietskasernierten Herzen. Was den Zeitgenossen Gerhard Hauptmanns als spätnaturalistisches Stück überholt erschien, zeigt sich bis heute auf der Höhe der Zeit. Uraufführung in Berlin im Januar 1911, am 13. Januar, Gerhard Hauptmann, die Ratten. Das war ein MDR-Kulturkalenderblatt.